Hallo zusammen, ich bin Alex und ich zeige euch heute, wie einfach es ist, eine Grohe Thermostat mit Temperaturregler rechts und nicht verstellbarem Eco-Button zu installieren. Klingt kompliziert, ist es aber nicht. Ein wichtiger Hinweis vorweg: Das Wasser solltet ihr, bevor ihr mit der Arbeit anfangt, unbedingt abstellen. Dann kann es auch schon losgehen. Als erstes schauen wir uns einmal an, was so alles in der Verpackung ist. Ein Blick in die beiliegende Montageanleitung ist immer hilfreich. Alternativ könnt ihr euch auch das Installationsvideo anschauen. Bevor ihr mit der Installation beginnt, solltet ihr eure Duschtasse abdecken, um sie vor Beschädigungen zu schützen. Um euer neues Thermostat zu installieren, braucht ihr nur ein Thermometer, einen Schlitzschraubendreher und den Quickspanner. Dann legen wir mal los. Als erstes schraubt ihr die neuen Rosetten auf die S-Anschlüsse. Einfach aufdrehen und handfest anziehen. Das war's schon. Und nun kommt auch schon eure neue Armatur an die Reihe. Die beiden Abdeckungen könnt ihr entfernen. Hier seht ihr auch direkt die Dichtungen in den Überwurfmuttern. Eine links und eine rechts. Dann die Überwurfverschraubungen der Armatur auf die S-Anschlüsse anziehen. Auch hier erst einmal handfest. Dann mit dem Quickspanner wechselseitig fest anziehen. Aber Achtung, nach fest kommt ab. Was fehlt jetzt noch? Genau, eure Handbrause. Einfach in eure neue oder alte Brausestange einhängen und den Schlauch mit der Hand unten am Thermostat festschrauben. Fertig. Jetzt könnt ihr das Wasser wieder anstellen und kontrollieren, ob alles dicht ist. Perfekt. Hier noch ein Hinweis. Euer Thermostat hat eine eingebaute Temperatursperre, den Safe Stop. Damit auf der 38-Grad-Markierung am Gehäuse auch wirklich Wasser mit dieser Temperatur ankommt, muss nun das Thermostat einmalig kalibriert werden. Dazu einfach die Abdeckung abnehmen und den Griff abschrauben. Dann das Wasser kurz laufen lassen, die Temperatur messen und über den freiliegenden schwarzen Regler des Thermoelements unter dem Griff die Wassertemperatur justieren, bis ihr 38 Grad habt. Am besten immer kurz warten, damit die Temperatur Zeit hat, sich einzustellen. Wenn ihr sicher gehen wollt, dass das Wasser niemals zu heiß wird, könnt ihr mit dem Self-Stop-Plus-Modul den Endanschlag des Griffs auf maximal 43 Grad begrenzen. Einfach hier im Handgriff einsetzen und diesen wieder auf das Thermostat aufstecken. Dabei darauf achten, dass die Markierung am Handgriff wieder mit der 38-Grad-Markierung übereinstimmt. Geschafft? War doch ganz einfach, oder?